Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir freuen uns auch diese Woche, euch Spiel, Spaß, gute Laune und ein bisschen Wissen zu vermitteln. Dieses Mal wieder ganz im Zeichen der schnellsten Frauen, die wir in Österreich so zu bieten haben. Aber bevor ihr mitbekommt, wer das ist, darf ich euch wieder darauf hinweisen, dass es erstens super cool ist, wenn ihr uns liked, wo auch immer ihr uns liken könnt, uns teilt, wo auch immer das geht, uns vielleicht ein paar Sterne da lasst, zum Beispiel auf Apple Podcasts geht es oder Panoptikum und natürlich auf Spotify. Spotify, da müsst ihr es aber auf der Mobile App machen, weil auf der Desktop App ist es schwierig, weil Spotify komisch ist. Dort könnt ihr uns seit Neuestem auch irgendwie Fragen beantworten. Da bin ich noch ganz durchgestiegen, was da Spotify gerne von uns allen hätte, aber schaut es euch an. Wir kommentieren es, wenn wir es mitbekommen, dass dort was ist. Ihr könnt uns gerne auch auf Patreon und Steady den einen oder anderen Euro zuschmeißen. Dann bekommt ihr das Ganze hier auch in werbefrei. Wenn nicht, dann kann es euch passieren, dass es Werbung gibt. Unser Körper besteht aus unzählig vielen Zellen, sich ständig erneuern. Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen sogar monatlich. Ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Einen Einfluss auf die Zellerneuerung hat auch der oxidative Stress. AG1 enthält Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Warum ist das für uns Läufer nun wichtig? Naja, wir trainieren hart, wir haben eine Familie, wir stecken viel Zeit in unseren Sport und deshalb wollen wir auch so gut es geht regenerieren. Und deshalb setzen wir vom Laufen und Decken Podcast schon seit längerem auf AG1. Warum setzen wir auf AG1? AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Proteinquellen, lebende Konturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Es ist leicht absorbierbar, es unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper und ist einfach und praktisch. Ich brauche keine 17 Pulver, die ich irgendwie in einem komplizierten Ritual zusammenmische. Ich nehme einen Messlöffel, 250 ml Wasser, haue das in meinen praktischen Shaker rein, schüttel das, trinke das, boom, und ich bin fertig. So einfach ist es. Wenn auch du die Vorteile von AG1 genießen willst, dann geh auf athleticgreens.com/laufendendecken und du bekommst zu deiner AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Bags zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Bist du Neukunde, erhältst du außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zu deinem Monatspacken dazu. Es ist ganz einfach, geht auf athleticgreens.com/laufendendecken und entwickle genau die Routine, die ihr braucht, um 2023 zu eurem Jahr zu machen. Und jetzt zurück zur Folge. Und ja, ansonsten viel Spaß bei uns beim Folgen und auch natürlich mit der Sendung und damit ich jetzt endlich dorthin komme, worauf ihr eigentlich wahrscheinlich jetzt seit circa 1,5 Minuten gefreut, das ist endlich Ende vom Monolog und endlich hin zu, hey Flo, da ist nämlich auch der andere. Servus, ich bin explizit für den Spaß zuständig, für das Wissen haben wir uns wieder eingeladen. Richtig. Weil wenn ihr mit nur unserem Wissen leben müsstet, ja, das wäre eine ganz kurze Sendung. Das wäre ein ziemlich trauriges Leben auch. Also. Und nicht wöchentlich. Nein, fix nicht. Ja, auf alle Fälle, wir haben uns dieses Mal eine Dame eingeladen, die, ich weiß gar nicht, wie genau ich das vorstellen soll, was sie denn tut. Es ist nämlich eher zu beschreiben, was sie nicht tut. Wenn ihr mir so durch ihre Erfolge da durchgeschaut und ich glaube, sie war noch nie Staatsmeisterin im Crosslauf. Ich glaube, sie hat auch mit Hindernislauf nichts zum tun und im OCR ist sie auch nicht unterwegs. Aber sonst vom Berglauf, also Trail Short, Mountain Classic, Bergmarathon, Straßenlauf, Wurstopp, Halbmarathon, fünffache Marathonmeisterin, Wings for Life Run vorn dabei. Ich weiß es nicht, also gebt dir irgendeine Strecke und sie wird schon vorn dabei sein, ist so, glaube ich, die Ausgangslage, wenn's der Kalender zulässt. Und wer es jetzt immer noch nicht weiß, um wen es geht, werden wir es natürlich auch verraten. Es ist die Karin Freitag. Hallo. Hallo.
Danke für eure Einladung, ja. Danke fürs Kommen. Und du läufst ja noch gar nicht so lange. Also jetzt gar nicht so lange, ich glaube 2010 oder so um den Dreh herum. Ja, 2010 wettkampfmäßig und seit 2006 trainingsmäßig, ja. Ah, okay. Das heißt, du hast vier Jahre Anlauf genommen und dann genau, ab 2010, ja. Spätestens ab 2011 hast alles eingerissen, was einmal da war. Genau, ja. Ab 2006, das war Grundlagentraining eigentlich, da wir eigentlich noch keine Wettkämpfe kennt. Und dann ab 2010, nach der zweiten Geburt von meinem Sohn, ist es dann losgegangen. Du hast das also quasi sehr ernst genommen, dass man das Ganze langsam aufbauen soll, bis man sich quasi dann ranwagt, nachdem es irgendwann festgestellt hat, okay, jetzt habe ich mich genug aufgebaut, jetzt reiße ich einfach alles in Grund und Boden. Nein, eigentlich, ich habe eigentlich kein Interesse an Wettkämpfen gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass Wettkämpfe existieren. Ich bin einfach da hineingeschlittert, ja, ins Laufen. Okay, aber wenn du 2006 angefangen hast, dann hast du angefangen mit 26 ungefähr zum Laufen. Genau, ja. Mhm. Ja. Und bist du dann nur für dich dahin gelaufen, einfach als, keine Ahnung, Ausgleichssport oder bist du, oder hast du irgendein Ziel gehabt? Oder hast du einfach nur gedacht, nein, es war so, dass 2006 habe ich meinen Mann kennengelernt und er war ehemaliger Läufer. Und mit ihm habe ich gemeinsam angefangen wieder zum Laufen. Mhm. Und wir sind regelmäßig fast jeden Tag gemeinsam gelaufen. Und er war früher so, ist schon leistungsorientierter Läufer. Er hat zwar 15 Marathon-Bestzeit gehabt. Das würde ich jetzt da gar als leistungsorientiert sehen. Hui, da muss er in Österreich Top 10 sein. Nein, oder? Er kommt aus Guatemala, ja. Er kommt aus Guatemala. Aber in Österreich wäre da Top 10. Ja, jetzt ist er schon alt. Jetzt ist er schon Masterklasse und er hat nochmal 20 Jahre dazwischen, hat dann immer leistungsorientiert trainiert und wenig Zeit gehabt. Und jetzt durch mich hat er wieder angefangen. Und okay. Man hat schon gemerkt, dass er schon noch eine gute Kondition hat. Und bei jedem Lauf habe ich bei ihm, ich habe eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht mit ihm mithalten können. Wenn er einen leichten Dauerlauf gemacht hat, das war für mich wie ein schneller Dauerlauf. Und wir sind oft alle 3 Kilometer stehen geblieben und mein Training hat ein bisschen eher radikal angefangen, dass wir wirklich 7-mal pro Woche gelaufen sind, unsere 10-Kilometer-Runde. Manchmal habe ich es geschafft, dass ich die Runde durchhalte mit ihm, aber manchmal sind wir alle 2-3 Kilometer stehen geblieben, ja. Und dann waren die Schwangerschaften dazwischen, da bin ich viel alleine gelaufen und eher langsamer. Und dann nach der zweiten Geburt habe ich mit den Wettkämpfen begonnen, ja. Ja, aber du warst ja, also dass da dieser Einstieg mit jemanden zu haben, dessen langsamer Lauf schon mal sehr schnell ist und dann auch 7-mal die Woche laufen. Das ist ja einmal ein Einstieg, den muss man nicht nur körperlich verkraften, ja. sondern wenn man einen verkraftet, dann hat man, glaube ich, echt eine brutal gute Grundlage geschaffen. Ja, schon durch die Kindheit eigentlich, glaube ich, ja. Weil ich bin ja auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und da war ich oft so 2 bis 3 Stunden unterwegs mit meinem Hund jeden Tag oder wir haben einen weiten Schulweg gehabt. Aber ich bin nie so... Ich habe nie einen richtigen Sport gemacht, ich bin nie gelaufen oder so. Schon gelaufen, unbewusst gelaufen, ja. Aber ich habe einfach die Grundlage, dass ich in meiner Kindheit, war ich sicher jeden Tag 3 bis 4 Stunden täglich unterwegs und durchgehen oder irgendwie anders, ja, deshalb, ja. Mhm. Das ist was, doch irgendwann einmal keiner mehr wegnehmen kann. Also das ist die Grundlage, die du in der Kindheit schaust. Unbewusst eigentlich, ja. Und deswegen ist es ja oft ein sehr westliches Phänomen, dass die Leute eigentlich Sport machen, weil dort, wo Bewegung einfach Alltag ist, kommst jetzt nicht auf die Idee, dass du noch Sport machst. Wenn du den ganzen Tag irgendwie unterwegs bist, dann bist du am Abend so hinig, dass du eigentlich nicht mehr Sport machen willst. Das ist nur wir, die quasi den ganzen Tag irgendwie vom Schreibtisch sitzen, brauchen halt den Ausgleich. Den hast du halt als Kind nicht braucht, weil der Alltag quasi schon Sport genug war. Ja, und es war eher so, in meiner Kindheit waren die Sport
Sportler eher negativ behaftet, weil meine Eltern haben eher so das Klischee gehabt, ah, die Sportler, das sind alle, oder die sind alles irgendwelche Trottel oder so. Ich weiß auch nicht, die haben nichts anderes zum Tun, oder? Oder wenn einmal ein Radlfahrer bei uns vorbeigefahren ist, alle heiligen Zeiten, die sind irgendwie schief angeschaut worden, ja. Ja, vielleicht haben deine Eltern bis zum gewissen Grad auch nicht Unrecht gehabt. Also als Ultraläufer ist man schon ein bisschen ein Trottel auch. Also, naja. Ja, vielleicht die Ultraläufer hätten es weniger negativ angeschaut. Eher so jemand, der mit so einem Rennradl oder voll ausgestattet unterwegs war. Das war irgendwie der Punkt. Schlimmer wären auch die Schwimmer gewesen, aber da war die Chance relativ niedrig gewesen, dass die bei euch vorbeigeschwommen. Ja, vorbeischwimmen, ja. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht, dass vielleicht was anderes im Argen ist. Um Schwimmer mache ich mir immer Sorgen. Ja, aber stell dir vor, du sitzt am Bergbauernhof und bei sich schwimmt da draußen vorbei. Also, Klimawandel, mein Freund. Klimawandel, das geht schneller, oder, als du glaubst. Oder wirklich gute Drogen. Richtig. Wobei, zurückkehrend, du hast 2010 dann wirklich erst mit dem Wettkampf angefangen. Und bist dann, ich glaube, 2011 direkt in der Wachau als erste Frau eingelaufen. Genau, da habe ich 56 gemacht, ja. Mhm. Ja. Eigentlich mit dem Wettkampf habe ich durch meine Brüder angefangen, ja. Weil die haben vor mir schon Laufwettkämpfe gemacht. Aber noch Plan trainiert. Sie haben so einen Laufplan nach dem Herbert Stefanie gehabt und mit Pulsmesser und all schon ausgerüstet. Und ich habe mich eher so darüber lustig gemacht, ja. Am Anfang, weil ich das noch nicht kapiert habe. Ich habe gedacht, wie soll man schnell laufen, wenn man langsam läuft nur im Training? Wie soll man dann in einem Wettkampf schnell laufen können, ja? Der Vincent Vermeulen würde doch sagen, dass es nicht möglich ist, aber. Ja, naja, der sagt einfach, wenn es schnell laufen aber willst, muss, muss es schon schnell wichtig, laufen. Ja. Genau. Aber war dann das, der Sieg in der Wachau jetzt quasi geplant oder ist er da ein bisschen passiert? Ja, ich habe einfach hochgerechnet. Ich habe gesagt, ja, wenn ich einen Halbmarathon in 1,25 laufen kann, kann ich einen Marathon unter 3 Stunden laufen, obwohl ich keinen einzigen langen Lauf gemacht habe. Ja. Weil bei mir war so, ich war relativ viel so in meinem Marathon-Wettkampftempo unterwegs. Dadurch, dass ich bei jedem Lauf immer Gas geben hab müssen mit meinem Mann, da war ich eigentlich jede Trainingseinheit war eigentlich so im Bereich vom Marathon-Renntempo. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jeden Tag Marathon-Renntempo aushalte, dann halte ich ja 40 Kilometer am Stück problemlos aus, ja. Und offensichtlich hat es ja funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Mein Starttempo war, mein Starttempo war ziemlich zu schnell ein bisschen in der Wachau. Und dann bin ich eingegangen, aber trotzdem mit 2,56 bin ich dann auch ins Ziel gekommen, ja. Muss man auch mal. Aber mein allererster Marathon war eigentlich in Graz 2006. Da bin ich 3,23 gelaufen. Das war mein allererster Wettkampf. Und da bin ich jeden Tag 10 Kilometer relativ flott mit meinem Mann gelaufen und dann das Trainingstempo bin ich dann im Graz gestartet und habe das bis zum Ziel eigentlich durchgehalten, ja. Und 3,23 ist jetzt auch nicht so langsam als Trainingstempo. Also ja, das war noch 6 Monaten Training, war das 6 Monate Training und dann bin ich meinen ersten Marathon gelaufen, ja. Mhm. Ja. Auch kein langsamer Aufbau. Aber wissentlich, quasi mit welcher Grundlage du aus deiner Kindheit gekommen bist, überrascht mich das jetzt auch einfach nicht so, weil dir wahrscheinlich einfach nur ein bisschen der Spezifischere gefehlt hat und da kommt wahrscheinlich das, was der Vincent immer sagt, dass du musst halt in dem Tempo trainieren, was du laufst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was du wirklich gefehlt hat, weil die Basis war ja eindeutig da. Die war schon da, ja. Aber wenn man sie nicht hat, ist schon wichtig, dass man unten anfängt. Das ist schon ganz entscheidend, glaube ich, ja. Was der weitere Verlauf dann ist sehr spannend, der dann passiert ist. Weil du bist 2012, 2013, 2014, 2015 und 2018 Marathonmeisterin geworden in Österreich, mit unterschiedlichen Zeiten, je nach wie sich das Rennen, glaube ich, entwickelt hat. Aber was mich am meisten irritiert oder wundert, ist, dass du
2010 quasi mit Wettkämpfen angefangen hast und beim 2011 bei der Team WM ein Team WM Gold am Trail Short geholt hast. Wie kommt man von, ich fange jetzt da wettkampfmäßig zum Laufen an, innerhalb von einem Jahr zur Team WM beim Traillauf? Also das ist schon das war der Jungfrau-Marathon, ja, genau. Das war eigentlich für mich eigentlich optimal, weil da war ein Berglauf mit Marathon kombiniert und es ist hauptsächlich entweder flach oder bergauf gegangen, das, was ich eigentlich gut kann. Und es war kein weiter Weg dorthin, weil ich Berglauf habe ich immer gemacht und Marathon habe ich auch gemacht und es war eine Kombination aus Berglauf mit Marathon einfach, ja. Von dem her. Ist das eigentlich auch deine Lieblings? Das ist meine beste Disziplin ist, ja. Es muss bergauf gehen und es muss lange sein, weil ich bin, so Trails bergab bin ich sehr ungeschickt und bei den kürzeren Distanzen bin ich zu langsam. Am besten ist, es ist lang und es geht nur bergauf, ja. Aber wenn das halt eine Team-WM war, dann hat man da damals dafür dann nominiert werden müssen, weil ich glaube, das ist ja auch das. Ja, schon, ja, weil dann hat, das ist so, ja, je nachdem, wie schnell man Marathon war und wie gut man am Berg war. Und wenn jemand gut am Berg ist und eine gute Marathonzeit hat, ist es eigentlich, ist kein Problem, dass man so jemanden nominiert, glaube ich, ja. Das heißt, dass man kann dann halt die Ergebnisse in dem Jahr haben, die einfach Es war 2011, da war Graz, da bin ich schon 2,54 gelaufen, ja, das war eigentlich ausreichend, weil ich Marathon unter 3 Stunden und am Berg war ich bei den Staatsmeisterschaften unter die Top 3 schon. Na, das hat ausgereicht, okay. Ja. Okay. Nein, das heißt, du hast immer parallel quasi schon gemacht Marathon, also auf der Straße und Berglauf. Ja, schon, weil meine Trainingsrunden sind sowieso stark kopiert und Berglauf habe ich sowieso immer gemacht, ja. Es ist für mich deswegen so witzig zum Durchlesen, weil halt wirklich einmal alles drinnen ist. Und du ja wahnsinnig konstant bist, weil du hast 2014 in Kainach zum Beispiel gewonnen, mit 4 Stunden glatt, glaube ich. Und genau, jetzt, letztes Jahr, hast wieder gewonnen, 2022, in 4 Stunden 7 oder 9, so irgendwas, um den Dreh herum. Genau, ja. Also 8 Jahre später, fast idente Zeit, zweimal gewonnen. Dreimal habe ich es gewonnen. Ja, dreimal genau. Habe ich und gewonnen. Dazwischen auch nochmal, aber da so wirklich auf so eine lange Zeit quasi dieselbe Zeit ins Ziel bringen und damit gewinnen. Das spricht schon auch für sich, dass man nicht so ein One-Hit-Wonder ist, der einmal ganz schnell da ist und dann wieder weg. Und du hast ja wirklich in jedem Jahr irgendwas drinnen, wo du weit vorn warst. Das hat mir sehr imponiert irgendwie jetzt da. Weil das spricht nämlich auch wieder für diese Grundlage, glaube ich. Oder vom Training her, ich trainiere sehr gleichförmig oder besser gesagt langweilig und ich wiederhole immer wieder selbe Sachen und dann geben sich solche Sachen, glaube ich. Irgendwann spricht der Körper darauf nicht mehr an und man muss sich andere Trainingsstrecken suchen. Aber so das Grundprinzip ist bei mir immer das Gleiche und nur altersbedingt merke ich schon jetzt einen Rückschritt oder dadurch, dass ich jetzt eher auf Ultralauf umgestiegen bin, dass ich auf kürzeren Strecken doch deutlich langsamer geworden bin. Aber grundsätzlich habe ich so 10 Jahre gehabt, wo ich eigentlich ganz gleichförmig trainiert habe, ja. Und was ich dann da antreibe? Bist du dann schon, ich meine, du gewinnst ja relativ oft, aber gehst du dann wirklich, suchst du dann die Rennen aus, sodass du doch wirklich dann kompetitiv bist oder machst du einfach nur, laufst du einfach nur gern und ich sage mal so ein bisschen überspitzt, das Gewinnen passiert da dann einfach so nebenbei? Ja, ich konzentriere mich hauptsächlich ja auf Meisterschaften. Das ist eigentlich
für mich das Wichtigste, weil ich werde von meinem Verein auch gut unterstützt und für meinen Verein ist wichtig, dass ich Meisterschaften laufe. Da mache ich halt alle möglichen Tiroler Meisterschaften, österreichischen Meisterschaften mit. Und wenn ich in der Einzelwertung zum Beispiel, wenn es mir persönlich nicht so gut geht, dann habe ich noch eine Teamwertung und jetzt eine Masterklassenwertung. Und nebenbei mache ich so Rennen mit, was mir gut gefallen und wo ich gut bin, zum Beispiel so Bergläufe und so Sachen. Oder ich suche mir aber schon auch bestimmte Ziele, zum Beispiel auch internationale, wie letztes Jahr die 24-Stunden-EM in Verona. Mhm. Da habe ich mich schon versucht, ganz konzentriert vorzubereiten. Mhm. Aber 2022 ist sowieso, weil du gesagt hast, du startest bei Meisterschaften. Also ich glaube, das ist für andere manchmal ein bisschen schwierig, weil Tiroler Meisterschaft, alles zwischen 10 Kilometer Straßenlauf und 100 Kilometer Ultralauf, 2022 steht dein Name dabei, gell? Und auch in der österreichischen Meisterschaft und in der Staatsmeisterschaft zweite und im Berglauf dritte. Also eigentlich können es immer eine Medaille schon gravieren. Und je nach Disziplin ist dann so ein anderer Leute halt auch dabei. Das ist sehr faszinierend. Für mich sind, ob ich jetzt 10 Kilometer, 100 Kilometer Berglauf, sind ähnliche Sachen. Das sind eigentlich Ausdauerdisziplinen, weil das Grundprinzip vom Training ist bei jeder Disziplin gleich, nur die spezifischen Einheiten sind dann anders, ja. Ich glaube, ein Mittelstreckenlauf oder ein 24-Stunden-Lauf geht schon in ganz andere Richtung. Da muss man schon speziell dafür trainieren, ja. Wobei, du hast einen österreichischen Rekord im 24-Stunden-Lauf, also ist ja nicht so. Ja, für das habe ich mich speziell trainieren müssen. Da waren schon zwei Anläufe notwendig, ja. Das heißt, so 24-Stunden-Läufe sind dann schon die Ausnahmen, wo du ein bisschen aus deiner Routine rausbrichst und dann vielleicht schon, doch einmal was anderes machst. Ja, das ist ganz, ganz was anderes, ja. Wie lang bereitest du auf sowas zum Beispiel vor, auf einen 24-Stunden-Lauf, also spezifisch? Also wie lange ist da die Vorbereitung, dass du sagst, oh, ich mache keine lustigen Zwischenwettkämpfe oder was auch immer. Ja, das war so, das Training, es hat sich jetzt schon über 2 bis 3 Jahre gezogen für den 24-Stunden-Lauf jetzt. Aber ich habe trotzdem nebenbei Wettkämpfe über kürzere Distanzen gemacht. Aber das Training war wirklich jetzt die letzten 2 Jahre, das war reines Ultralauftraining. Weil der Körper braucht eine gewisse Zeit, sich anzupassen. Es geht nicht innerhalb von 3 bis 5 Monaten, ja. Ja. Zum Beispiel das langsame Laufen, ja. Und dann ist natürlich auch logisch, dass deine in die Unterdistanzen deine Zeiten ein bisschen leiden, weil es einfach. Verschlechtern sich, ja. Es geht dann auch nicht anders. Genau. Da müsstest du schon ganz, einen ganz komischen Körper haben, dass er beides auf Top-Niveau verkraftet. Nein, das geht nicht mehr. Ja. Weil ich habe ab 40 aber gemerkt, dass ich schon vom Alter her einen Einbruch gehabt habe. Da war so ein Leistungstief. Da habe ich gemerkt, das ist keine Formsache mehr, da geht die Leistung zurück. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist schon wurscht, jetzt mache ich Ultralauf. Und wenn ich durch den Ultralauf noch langsamer werde, ist schon wurscht. Ja. So jetzt könnte man sagen, deswegen hat der Peter auch zum Ultralaufen angefangen, weil die 40 sind ja schon jetzt ein bisschen weiter von ihm weg und jetzt muss er schauen, wo er bleibt. Nur weil er noch nicht 40 ist, da wäre jetzt die ganze Zeit gedisst. Ja, ich habe noch so viel Zeit, bis ich 40 bin. Frag mich in ein paar Monaten nochmal, dann reden wir weiter. Es sind noch mehrere Monate, mein Freund, viel mehr Monate. Nein, so viele Monate sind es gar nicht. Aber weil du ganz vorher gesagt hast, weite Strecke und bergauf ist so deins. Oder wer ist so dein Lieblingsding? Ist es dann sowas wie Pikes Peak zum Beispiel auch? Weil das ist ja auch super bekannt jetzt in Amerika zwar, aber das ist ja ein relativ langes Rennen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Das ist ein Marathon. Es geht einen Halbmarathon auf den Berg rauf und dann einen Halbmarathon wieder runter. Genau. Es ist ein Halbmarathon hinauf. Also ganz so, Marathon. Hinauf. Es gibt aber auch nur den Ascent. Gibt's. Es gibt nur den Anstieg eben. Ja. Okay, aber 21 Kilometer sind dann wieder relativ kurz nur bergauf.
ja, obwohl es auch schon relativ lang ist, ja. Aber ja. Mir gefallen so Rennen, wo man wirklich 42 Kilometer ein bisschen flach und immer ein bisschen bergauf läuft. Zum Beispiel der Jungfrau-Marathon, der ist ziemlich flach am Anfang, dann geht es 21 Kilometer bergauf. Oder der Stelvio-Marathon ist auch mein Marathon, da geht es eigentlich immer ständig leicht bergauf, 42 Kilometer lang. Und ja, man hat schon ein paar Bergab-Passagen, aber wenige, ja. Aber du bist so richtig, also dir ist am liebsten Bergankunft und möglichst wenig bergab. Wenig bergab, ja. Aber wenn es bergab so Forststraßen sind oder einfache Waldwege geht es, aber so, ich bin nicht so, so gefährliche Trails, da bin ich zu ungeschickt oder habe ich zu Angst irgendwie oder trainiert das auch zu wenig, ja. Ja, also das kenne ich von irgendwo, mich raus und regelmäßig auf die Pappen, deswegen. Und du tust auch regelmäßig weh dabei. Richtig. Ist herfallen ist ja nicht das Problem, aber du tust ja doch auch gleich weh. Ja, ja, aber ist das eine bedingt das andere. Ne? Ja, du, es gibt Menschen, die haut es dauernd auf und die tun sie wenigstens nichts dabei. Ja, das schon noch wieder. Was macht dir eigentlich, wenn du, also hast du da irgendwie auch so wie manche andere, die, weiß nicht, eine Bucketlist haben und sagen, ich möchte die, weiß nicht, die Big Six, glaube ich, heißen die, diese World Marathons laufen, dass du sagst, ich möchte das und das und das noch erledigen oder das würde ich gerne mal laufen oder ich würde gerne einen Marathon einmal, weiß nicht, auf einem Hochplateau laufen oder keine Ahnung. Hast du da irgendwelche Läufe, die dir im Kopf herumschwirren? Ja, eigentlich jetzt. Ich bin nicht fixiert auf spezielle Rennen, sondern bei mir ist eher so, dass mich irgendwie fasziniert, okay, wie viel Kilometer kann ich in 24 Stunden schaffen? Kann ich dann einen Rekord schaffen oder für mich persönlich einen Rekord? Oder früher war das so, kriege ich meine Marathon-Bestzeit nur unter 2,40? Das habe ich irgendwie dann verpasst, weil das Training da nicht ganz optimal dahin war. Oder zum Beispiel, jetzt habe ich angefangen zum Gehen, leichtathletisches Gehen und ich probiere, was ist bei mir da möglich? Bin ich fähig dazu oder bin ich fähig, ein gutes Tempo oder eine lange Strecke zu gehen? Weil mein Laufstil ist eher gehender Laufstil und da habe ich gedacht, ja, mich fasziniert eher so Sachen auszuprobieren, Disziplinen und zu schauen, wie weit komme ich oder wo ist meine Grenze in der Disziplin, ja. Bist du noch so der Typ, wenn du es dann erreicht hast, dann zieht es dich irgendwie zum nächsten hin? Also wenn du es dann quasi gut genug entdeckt hast? Oder ja, dann ja wenn weiter. Ich merke, ja, jetzt ist keine Steigerung mehr möglich. Okay, dann muss ich was Neues suchen, ja, irgendwie, ja. Beim Marathon weiß ich ja, ich werde nie mein Leben an Marathon unter 2,40 laufen. Okay, das ist für mich abgehackt, aber trotzdem laufe ich noch weiter Marathon. Und jetzt fasziniert mich eher so der Ultralauf, vor allem der 24-Stunden-Lauf und das Gehen. Ja, das sind so Disziplinen, wo man noch was ausreizen kann, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, ja. Aber das ist ja eigentlich eine recht spannende Frage, wenn dich ja lange Zeit quasi beim Marathon jetzt, wenn man da bleibt, die 2,40 irgendwie angespornt und motiviert haben. Wie hast du dann da, ich meine, du hast ja gesagt, irgendwann hast du realisiert, 2,40, das werde ich vielleicht nie mehr im Leben schaffen. Wie bist du denn damit umgegangen, mit dem, dass ihr jetzt deine Motivation fühlt und offensichtlich machst du trotzdem weiter? Was treibt dich jetzt dann dennoch an, einen Marathon zu laufen? Weil ich glaube schon, es ist wichtig auch im Ultralauf, dass man seine Marathonfähigkeit erhaltet, dass man auch die Unterdistanz nur erhaltet. Marathon ist auch, hat irgendwas Mythisches auch. Aber wenn ich einen Marathon zum Beispiel nur unter 3 Stunden laufe, kann mich trotzdem drüber freuen. Und wenn man so bei einem kleinen Marathon mitläuft, irgendwo in Italien, mit einer guten Stimmung und man hat einen Podestplatz und ein Marathon unter 3 Stunden ist trotzdem für mich eine große Freude, ja. Aber es ist dann schon noch mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen, vielleicht überspitzt, Mittel zum Zweck. Also es ist nicht mehr so, dass du den jetzt... Ja, stimmt, ja. Ich mache kein hartes Marathontraining zum Beispiel nicht mehr. Jetzt zum Beispiel für den Vienna City Marathon, das sind die Staatsmeisterschaften. Ich mache mich nicht mehr so fertig wie früher im Training. Ich mache so, die Basis ist Ultralauftraining und mit ein paar marathonspezifische Einheiten eigentlich, ja. Du hast aber, ja, du hast jedes... Ja, hast du ja den einen oder anderen Marathon drinnen. Und mich fasziniert so dieser große Unterschied vom Berglauf jetzt da
Also dass du sagst, die Bergaufbeine einbockt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich Marathon laufen, 24 Stunden, also wieder auf der Ebene im Kreis laufen, was es ja im Endeffekt ist. Oder ich habe es mir extra ganz dick angestrichen, das mit dem Gehen, weil ich es so lustig gefunden habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn man 40 wird, wird man vielleicht ein bisschen langsamer. Aber muss man dann gleich von einem 240er Marathon ins Gehen gehen? Also da gibt es ja dazwischen auch noch ganz viel. Oder willst du beim Gehen so schnell werden? Obwohl ich glaube, Gehen ist teilweise anstrengender jetzt vom Bewegungsapparat als Laufen, bis man die das Technik hat. Und man lässt ja nicht das Laufen komplett, weil ich muss für meine Kondition tue immer noch das Laufen und das Gehen, einmal die Technik. Und bis man die Technik so in sich hat, dass man auch mit dem Gehen Kondition aufbauen kann, das dauert Jahre. Bis man guter Geher wird, das dauert 5 bis 10 Jahre. Und ich habe gedacht, ich fange mal früh genug damit an, weil mit 50, wenn ich sage, ah, mich interessiert das Laufen immer, dann habe ich immer noch das Gehen als Disziplin. Und jetzt ist es für mich so ein Nebentraining, ja. Das ist eine interessante Vorplanung schon. Ja. Das finde ich cool. Aber vom Berg und Straßen, ist das egal, dass, wenn man das eine Training jetzt forciert, wenn man sagt, okay, ich will jetzt da beim Trail Long mitlaufen oder ich möchte beim Bergklassik oder so irgendwas mitmachen, also wirklich einen Berglauf und auf der anderen Seite habe ich ein Training, das auf der Straße auf Fläche geht quasi, also auf 24 Stunden, auf lange, flach im Kreis laufen. Torpediert sich das gegenseitig oder geht das? Was ich persönlich bei mir erlebt habe, so der Ultralauf beeinflusst das vertikale Berglaufen überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, man hat eine bessere Grundlagenausdauer, dass das sogar der Ultralauf das Training positiv beeinflusst. Aber der Marathon, wenn man hartes Marathontraining zum Beispiel im Flachen macht, dass das schon negativ sich auf die Vertikalbewerbe auswirkt, weil man irgendwie ermüdet ist. Immer, nein, das, nach einem Marathon, direkt nach einem guten Marathon hat bei mir, haben die Berglauf-Staatsmeisterschaften bei mir nie eigentlich gut funktioniert. Innerhalb vom Ultralauf das vertikale Berglaufen hat bei mir gut funktioniert. Und so beim Traillaufen, glaube ich, ja, bergauf geht, bergab, das muss man üben, wenn man immer noch flach läuft. Und wenn man überhaupt mit meiner Lauftechnik, weil ich meine Beine ja nicht auch hochhebe beim Laufen, so beim Bergablaufen bin ich schon ein bisschen im Nachteil, ja. Ich habe ein bisschen Angst da. Ja, wenn man nur flach läuft, fürs Bergablaufen ist er sicher nicht von Vorteil, aber fürs Bergauflaufen, glaube ich, hat es eigentlich nicht großartigen Nachteil, das Flachlaufen, ja. Beim Bergauflaufen zählt eigentlich die Kondition, die Grundlagenausdauer und die Kondition mehr, ja. Ja, voll. Und ich glaube, wie du sagst, es kommt auch darauf an, wann du dann deinen Marathon einstreust in dein Ultratraining. Also ich habe da schon früher schon auch gern gemacht, dass ich über den Winter quasi marathonspezifischer trainiert habe. Dann im Frühjahr, so März, April, irgendwo in der Gegend, einen Marathon eingestreut habe und dann quasi ins spezifischere Ultratraining gegangen sind, weil ich dadurch an der Grundschnelligkeit gearbeitet habe und dann halt schneller wieder in die Saison gehen haben können. Also wenn es jetzt natürlich einen Marathon laufst und 2 Wochen später dann dich gleich wieder auf einen Berglauf hinschmeißt, ja, dann ist natürlich klar, dass wenn du davor wenig Höhenmeter gemacht hast, dass dann irgendwie die vertikale Geschwindigkeit leidet. Ich habe aber auch beim Marathon-Training dann immer wieder Höhenmeter einbaut, damit das eben nicht ganz so krass ist. Das hat bei mir eigentlich immer ganz, ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Obwohl ich glaube, zum Beispiel bei mir ist so, ich brauche nicht für einen guten Berglauf, muss ich nicht unbedingt viel bergauf laufen im Training. Ich bin eher der Ansicht, entweder kann man bergauf laufen oder nicht. Das ist, entweder hat man das genetisch, dass man ein guter Bergaufläufer ist oder nicht. Weil ich habe teilweise jetzt im Ultralauftraining bin ich überhaupt null bergauf gelaufen, nur so kopierte Strecken, leicht kopierte Strecken. Aber das Bergauflaufen hat trotzdem funktioniert, ja. Okay, interessant. Weil ich war auch immer einer, der vom Kernberg aufgelaufen ist und ich würde das auch eher zu meiner Stärke zählen. Aber ich habe das schon immer braucht, dass ich das quasi regelmäßig in mein Training einbaut habe. Vielleicht war es auch eine Kopfsache oder ich weiß nicht. Aber das hat mir schon immer geholfen.
vor allem bei mir war es noch viel gehen und ich glaube, ich war dann da sehr konsequent und das hat mir dann im Wettkampf eigentlich immer geholfen, dass ich dann relativ lang, relativ konstant war. Der Peter hat immer lustigerweise Maschine zu mir gesagt, weil ich mein Tempo eingestellt habe und das bin ich halt dann rauf, komme was wolle. Ja, wie Jim die Lokomotive. Einmal den Zug gestartet und dann ist er aufgetuckert. Ja. Und ich habe aber schon auch letztes Jahr gemerkt, wo ich dann für Mozart, für die 80 Kilometer trainiert habe und nicht mehr so viel Höhenmeter gemacht habe, dass mir das dann eben schon ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, ich bin noch immer durchgekommen, es sind noch immer alles ausgegangen, bin sicher keine Beste gelaufen, war auch damals nicht die Ambition. Aber so von den Beinen her habe ich gemerkt, dass die schon einiges mehr gefordert waren. Ja, schwächer waren, als es eigentlich gewohnt war. Okay. Aber wie du sagst, vielleicht auch ein Typsache. Unterschiedlich, ist Typsache, ja. Oder vielleicht bei mir ist es so, weil ich in der Kindheit auf dem Bergbauernhof aufgewachsen bin, dadurch immer bergauf, bergab, dass das irgendwie schon die Beine drinnen ist, ja. Weil du gesagt hast, bei dir macht es wenig Unterschied, ob du 10 Kilometer oder 100 Kilometer laufst. Und bergauf ja jetzt auch durchaus eine deiner Stärken ist, 24 Stunden machen dir auch nichts aus. Hast du die Überlegung schon gehabt, auf den Trail abzubiegen, auf die langen Distanzen, weil da ist das Bergab-Tempo relativ wurscht. Also da muss man jetzt bergab nicht irgendwie die Bäume ausreißen, sondern es reicht, wenn man es nicht umrennt und man ist halt lang unterwegs und wenn man das Tempo halten kann, ist man schon mal vorn dabei. Also so 100 Kilometer, 100 Meilen, so irgendwas in die Richtung. Ist das was, was dich interessiert oder sagst du, na, ist lang? Ja, schon. Doof. Schon interessierend schon, aber ich habe einfach nicht die Fähigkeit dazu, weil ich bin einfach zu langsam sogar auf die flachen Trails bin ich zu langsam, weil ich mit meinem Gehen einen Schritt und bergab traue ich mich nicht und ich finde, der Läufer mit weniger Leistungsfähigkeit wird mich sogar überholen ohne Probleme, weil ich bin einfach zu ungeschickt für Traillaufen eigentlich so. Und da denke ich mir, das Einzige, was ich gut kann, ist ja halt das Bergauflaufen und die Ausdauer. Mhm. Aber wenn man bergab so langsam ist, dann verliert man so viel Zeit. Und dann werde ich irgendwo im Mittelfeld landen und dann bin ich auch wieder enttäuscht, ja. Ich hätte schon total gern das machen, aber jetzt bin ich schon vom Alter her, traue ich mich auch nicht mehr so bergab laufen. Und ich bin eher ein vorsichtiger Typ. Ja, vielleicht probiere ich einmal einen Ultratrail, der nicht so schwierig ist. Aber, Mozart. Aber ich bin, ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja. Ja, der Mozart 100 ist jetzt da von den Trails, was man so mitbekommt. Also die amerikanischen Trails sind auch relativ leicht vom Untergrund, soweit ich das mitgekriegt habe, also einige davon, aber der Mozart ist, glaube ich, auch einer, der einen sehr niedrigen technischen Anteil hat und sehr, sehr hohen Forststraßen am Anfang Asphaltanteil hat, bis man draußen ist und so weiter. Also wo man sagt, okay, wenn jemand ein guter Marathonläufer ist, dann hat er schon mal ganz gut Boden gut gemacht, quasi. Ja, und ich glaube, gerade bei Mozart wird er als Asphalterteil immer weniger, weil er jetzt in der bei UTMB Spaß ist. Aber was mir gleich eingefallen wäre, wäre natürlich der IATF. Ich meine, das wäre quasi vor der Haustür. Stimmt. Und was ich auch sehr laufer finde, ist der Lavaredo, wenn es dann ein bisschen... Ist in Italien, es ist mit Nikotin und dann bin ich jetzt auch nicht so weit weg von dir. Also die sind auch sehr laufbar. Ja, aber ich bin eher so ein Typ, ich brauche mal Energie. Zum Beispiel Ultralauf braucht viel Vorbereitung, viel Energie. Hm. Und da will ich meine Energie nicht als Spaß für einen Volkslauf benutzen, sondern irgendwie eine Meisterschaft suchen oder internationale Meisterschaft. Und wenn es Ultralauf im Flachen, wenn das mir mehr liegt, dann mache ich das lieber. Also, dass ich als Spaß irgendwo einen Ultratrail mitmache, einen Volkslauf, ich habe ein gutes Ergebnis. Aber es bringt mir persönlich eigentlich nicht viel was, ja. Irgendwie, ja.
Weil wenn ich mag die Natur gerne, ich laufe gerne in der Natur, aber dafür brauche ich keinen Wettkampf. Da laufe ich lieber 7-8 Stunden alleine im Training irgendwo in der Natur herum, ja. Mhm. Das war es. Das hat bei mir jetzt da im Kopf schon aufgebaut, diese Frage, dass man sagt, okay, laufst du die Wettkämpfe dementsprechend auch quasi, wenn du einen Wettkampf laufst, dann willst du auch erfolgreich sein dabei, aber sonst da laufst du auch gern offenbar einfach, damit du in der frischen Luft bist und Zeit allein oder was du nicht in der Natur verbringst. Trifft es das so ein bisschen? Ja, schon. Nein, meine Hauptmotivation ist irgendwie leistungsfähig sein, irgendwie, dass sie agil sein und leistungsfähig sein. Das ist eigentlich in der Corona-Zeit, die Wettkämpfe sind mir nicht wirklich abgegangen. Aber ich mag gar nicht so ein Genussläufer sein oder fürs Lifestyle oder ich mag einfach leistungsfähig sein und das ist für mich ja Genugtuung. Einfach, dass ich mich anstrenge, das brauche ich. Einfach die regelmäßige und tägliche Anstrengung, ja. Da kommt die Bergbauernkindheit ganz klar durch, die tägliche und regelmäßige Anstrengung. Ja, nein, das ist für mich mein Lebenssinn, weil ich finde, mein Sinn im Leben ist, mich anzustrengen. Ist wurscht, ob beruflich, sportlich, dass ich einfach am Abend im Bett liege. Ich habe heute was geleistet, was Sinnvolles geleistet und der Tag war nicht umsonst irgendwie. Ja. Dann trifft es ja sehr gut, dass du bald die quasi auch in Innsbruck anstrengen kannst. So, WM zu Hause, quasi vor der Haustür, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen, ist ja auch irgendwas Besonderes, oder? Ja, schon durchaus, ja, wenn ich mich qualifiziere dafür. Ja, obwohl das Vertikalrennen wäre für mich schon an oberster Stelle, aber jetzt mit 43, es ist schwierig, es gibt auch schon viele junge Bergläuferinnen, ich muss mir einfach bei den Staatsmeisterschaften und da muss man unter die Top 4 kommen. Ich bin schon öfters unter die Top 3 gekommen, aber ob es das Jahr auch funktioniert, das kann ich auch nicht sagen. Und sonst, wenn ich mich nicht qualifiziere, halt der Short Trail, der würde mich eher noch ansprechen als der Long Trail, weil beim Short Trail ist weniger, da ist das Ziel höher und der Start unten Innsbruck und Neustift ist das Ziel. Mhm. Ja, es sind schon einige Höhenmeter bergab, aber vielleicht kann man das auch mit der Ausdauer oder wenn man fit bergauf ist, irgendwie ein bisschen kompensieren, ja, so ein Platz im Mittelfeld oder so, um zum Beispiel um das österreichische Nationalteam zu unterstützen. Mhm. Und wie wir schon gehört haben, in guter alter Manier machst du auch vorher beim VCM mit, damit du noch einen Marathon dazwischen knallst, als optimale Vorbereitung auf die WM. Das ist 2 Monate davor, ja. Und er schaut halt beim Short Trail zum Beispiel, der ist 44 Kilometer und der Marathon ist 42 Kilometer. Dann schaut er es nicht, ja. Aber grundsätzlich, also wärst du jetzt da jemand, der sagt, ich will gern dabei sein, ob jetzt da mir am Vertical qualifiziere, wäre zwar mein Lieblingsding, aber ich nehme quasi auch alles andere, wenn ich dort gute Chancen habe. Ja, schon sicherlich, genau. Wenn ich genommen wäre fürs Team, freue ich mich natürlich, ja. Da will ich schon gern dabei sein. Ich hoffe schon, weil so viele Trailläuferinnen gibt es, glaube ich, nicht in Österreich für Teamwertung. Vielleicht werden sie mich brauchen, dann freue ich mich, ja. Und wenn ich zum Beispiel nicht genommen werde, dann bin ich auch nicht deprimiert, weil ich habe andere Visionen noch und andere Ziele auch, ja. Ja. Nein, also ich glaube gerade im Damensektor ist in Österreich, wir sind da gut aufgestellt, also mit dir, mit einer Andrea Meyer, mit einer Esther Fellhofer, sind schon ein paar da, die man kennt und die weit vorn sind, aber das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Nachwuchsdecke, also diese Personaldecke hinten raus, ist glaube ich noch immer ein bisschen zu dünn, also da ginge mehr. Ja, weil es ja keine olympische Disziplin ist, ja. Und in Leichtathletikvereinen werden eher so schon die olympischen Disziplinen gelehrt. Und die talentiert sind, die konzentrieren sich halt auf die olympischen Disziplinen, ja. Ja, dass man damit als Österreicher halt auch nichts reißt, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, schade. Wir sind nicht breit aufgestellt. Genau. Ja, aber die in Österreich in der Jugend gut sind,
davon werden halt jetzt da in die olympischen Disziplinen die meisten nicht weit vorn mitspielen. Ja, im Berglauf schon. Ja, könnten es weiter da vorn dabei sein. Schon, ja, es ist halt anstrengend. Vor allem in Ostösterreich hat man vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten am Berg. Wenn man zum Beispiel in Niederösterreich wie in Burgenland, für denen ist das wahrscheinlich, die haben keine Möglichkeit am Berg zu trainieren. Jetzt muss ich dich aber leider unterbrechen, weil, und du hast ja gesagt, du hast unseren Podcast schon ein paar Mal gehört, das heißt, du weißt nicht, das kann dir nur irgendwo durchgerutscht sein, aber zwischen Burgenland und Wien steht das beste und schönste Gebirge, das Österreich zu bieten hat, das Leitergebirge. Wer das Leitergebirge sein Trainingsgebiet nennen darf, darf sich glücklich schätzen und der gewinnt jeden Vertical am linken Hoden. Ja, man muss sagen, am Leitergebirge haben schon UTMB-Finisher trainiert, mit Robert. Ja. 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 Schlimmerweise ist das Leitergebirge wirklich am höchsten Punkt, glaube ich, 300 Meter hoch oder so. Das ist höher als bei dir der Bisenberg, hä? Vielleicht. Kann sein. Ja, wobei Niederösterreich ist es nicht so schlimm. Also Burgenland, ja, da ist kein hoher Berg, aber Niederösterreich jetzt da Richtung Ötscher oder Richtung Süden, Semmering und so, du kannst schon auch am Berg gehen. Ja, St. Pölten, da, ich vergesse, wie der geheißen hat, da geht auch der, wir hatten mit der Herausgeberin vom Magazin Österreich. Trailrunning Magazin und sie heißt Sigrid Huber. Genau, da haben wir meinen ersten 100er besprochen, dessen Name mir auch nicht einfällt und der ging auch durch Niederösterreich. Da waren schon ein paar 800, 900 Meter Reisen Berge dabei. Mann, richtig. Das ist großartig. Für was habe ich die? Nein, aber sowas wie bei Wien, ich meine, das ist, wir haben zwar auch für alles Ultramäßige da trainiert, aber im Endeffekt geht das nur mit ganz, ganz viel Monotonie. Du laufst halt denselben Hügel hunderte Male rauf und runter. Und wenn es so wie unser einer, wo es ein bisschen mehr als ums Ankommen geht, geht das auch. Aber wenn es halt, glaube ich, sehr kompetitiv sein willst und ganz vorne mitmischen willst, tut ein 220 Meter Anstieg nicht wirklich als Trainingsgelände. Ja, aber es hat schon auch eine gute Wirkung, denke ich mir. Es ist halt das spezifische Traillaufen, muss man halt die schwierigen hochalpinen Trails trainiert man damit nicht. Aber so fürs Training, glaube ich, sind Hügelläufe durchaus wirksam, ja. Nein, das meine ich, es bringt dich bis zum Punkt. Es ist halt ein bisschen langweiliger. Ja, langweiliger ist es, ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich hab mich versucht im B-Training, ich habe schon quasi gewohnt auf der eisernen Hand. Nasenweg. Bisamberg, das ist auch, also es gibt dort Abschnitte, da gibt es diese Strava-Segmente und da bin ich mit 34 Mal im letzten Monat dasselbe Segment und der nächste mit 4. Weil man einfach immer wieder die gleiche Runde läuft. Jetzt dazu, aber zu WM zurückkehrend, hast du da ein spezielles Training? Also bereitest du dich auf die WM auch speziell vor oder nimmst du die einfach mit? Nein, es ist schon, wenn ich jetzt qualifiziert werde, zum Beispiel wenn ich es in Vertikal schaffe oder die Top 4 bei den Staatsmeisterschaften, dann bereite ich mich speziell auf die 7 Kilometer, 1000 Höhenmeter vor, mache ich spezifisches Training dafür. Wenn ich mich nicht qualifiziere, aber beim Short Trail mitmachen darf, dann bereite ich mich auf dem speziell vor, halt so, dann mache ich halt Marathoneinheiten und so bergauf, bergab Einheiten, halt, wie man sich halt auf einen Bergmarathon vorbereitet. Weil wenn ein wichtiges Rennen ist, nehme ich das nicht einfach so mit, da schaue ich schon, dass ich mich spezifisch vorbereite, ja. Na, du wohnst ja gleich um die Ecken. Würdest du die dann auch, weil du gesagt hast, spezifisch darauf vorbereiten, du kannst dir quasi im Vergleich zu vielen anderen, die halt von weiter weg kommen, theoretisch kannst du dir ja nicht nur spezifisch, sondern höchst spezifisch darauf vorbereiten, nämlich auf der Strecke selber. Macht man das da? Ja, vielleicht dann am Wochenende sich einmal die Strecke anzuschauen. Es ist halt als zeitaufwendig, weil jetzt mit der Familie und mit den Kindern ist mir lieber, wenn ich direkt von der Haustür weglaufen kann. Aber wenn ich mir jetzt qualifiziere, zum Beispiel für einen Short Trail,
Dann schaue ich mir schon 2 bis 3 Mal die Strecke, die komplette Strecke an, damit ich weiß, die, vor allem die Downhill-Passagen sind für mich wichtig, weil der Bergauf und das Flache, das geht eh immer. Aber die Downhill-Passagen, die mich schon ganz speziell dann anschauen, ja. Na, vor allem, weil von Hall jetzt da noch nicht so weit, ja. Oder so. Das ist nicht kann, so weit. Das kann man laufen, beim IATF zum Beispiel. Machbar, ja. Das ist machbar, ja. Vor allem wichtig ist halt, die letzte Passage sich anzuschauen ins Ziel, wenn es beim Short trifft. Jetzt da. Genau, beim Short von der Starkenberger Bergerhütte, oben ins Ziel nach Neustift, das ist dann wichtig, die letzte Downhill-Passage sich gut anzuschauen, ja. Ja, weil da wird sicher noch jeder mal alles rausholen. Genau, und noch Gas geben und. Ja. Ja, und Streckenkenntnis ist einfach unschlagbar. Aber ich denke mal selbst beim Vertical, wo man jetzt sagt, okay, es sind nur 7 Kilometer, aber auch da ist, glaube ich, gut zu wissen, wo sind die Bereiche, wo ich vielleicht attackieren kann, wo kann ich meine Stärken wie ausspielen. Ja, schon. Aber da haben wir zum Glück letztes Jahr den Vorteil gehabt, da hat es schon einen Wettkampf auf der WM-Strecke gegeben. Da habe ich mitgemacht, da bin ich Dritter geworden, hinter einer Kenianerin und hinter einer Slowakin. Und dadurch kenne ich eigentlich die Strecke jetzt eigentlich recht gut, ja. Ich kenne sie ja wettkampfmäßig, ja. Ja, das ist eh, weil du gerade gesagt hast, Kenianerin hat da gewonnen. Es ist ja ganz, ganz interessant, dass gerade im Berglauf sind jetzt da Kenianen und so weiter echt schon vorn dabei, gut dabei. Bei den langen Trails noch nicht so wirklich. Also ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, aber momentan noch nicht. Aber bei so Sachen wie Sierra Sinal, beim Mont Blanc Marathon, also bei diesen Geschichten, die halt da so, lass es 3 Stunden sein, plus minus, und Bergläufen, sind sie ja schon echt weit vorn dabei. Also ich glaube Run Together und da gibt es noch ein zweites Team, das auch da sehr viel Starter hat. Merkt man das? Verändert sich das? Und gibt's spezielle Strecken, wo du sagst, da haben die immer einen Vorteil oder da haben wir einen Vorteil oder sieht man das? Weil du bist ja da schon lange jetzt da dabei. Ja, bei mir war es so, wie ich mit den klassischen Bergläufen angefangen habe, die Vertikalbewerbe, das war genau die Zeit, wie die Kenianer eigentlich nach Österreich gekommen sind, mehr und auch bei Bergläufen mitgemacht haben. Und ich habe das damals schon, es ist nicht so schlecht, weil es sind Kenianer, das ist eigentlich nur die zweite Garnitur, weil die wirklich guten, die sind bei international, bei Marathons, bei New York Marathon, andere wichtigen Rennen dabei. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn auch die Kenianer mitmischen oder andere Afrikaner, weil dadurch der Berglauf eine höhere Wertigkeit kriegt und die Europäer sich mehr anstrengen müssen. Und je mehr Nationen teilnehmen, zum Beispiel an einem Berglauf, desto höhere Wertigkeit hat es auch. Ja, je besser die Leistungsdichte ist, desto mehr wird der Wettkampf dann auch ernst genommen, ja. Und der Ultralauf oder Ultratrail ist einfach das Problem, weil das zu wenig Leistungsdichte da und je länger die Strecken werden, desto weniger werden sie ja ernst genommen, habe ich das Gefühl, ja, dass das auch Anerkennung kriegt, ja. Ja, ich wahrscheinlich in der breiten Masse oder stimmt's, glaube ich, in der Szene selbst gibt es dann halt auch die Stars, aber das sind halt wahrscheinlich fairerweise außerhalb der Bubble relativ uninteressant oder relativ wenig bekannt. Und deswegen glaube ich halt schon, dass es so, wie du sagst, dass es halt viele gute Leute braucht, die das Niveau halt so heben, dass das dann halt auch wieder interessant ist. Und das ist auch das, was wir öfter sagen, dass halt da halt der Trail-off wahrscheinlich auch gerade eine Wand durchmacht und sowas, solche Dinge wie die WM wahrscheinlich helfen, das Niveau zu heben, weil es halt attraktiv macht, dass man dort überhaupt teilnimmt, weil man da, und so fair muss man sein, warum gehen die Kenianer halt zu den ganzen Marathons, weil dort das Geld, das ist ja auch, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe und da kann es Geld machen und für die das halt nicht ausreicht, die nehmen dann halt wahrscheinlich einen Berglauf mit, um halt auch noch ein bisschen zu Geld zu kommen. Und so ist das irgendwie so ein
ein Zahnrad in sich greift und das muss dann alles irgendwie klappen, damit dann die Leute kommen, der Sport gehoben wird, dann kommen mehr Leute, dann wird der Sport noch mehr gehoben und das dann so ein ja. Aufwärtstrend. Was ist da im Berglauf ein bisschen, also ich hoffe ja, dass durch dieses Zusammenlegen von Berglauf-WM und Trail-WM das beiden hilft, weil der Berglauf ist ja jetzt vom Zulauf, wie viele Menschen das dabei sind und so, ist er ja nicht stark wachsend, sondern das ist immer quasi die gleiche Menge an Läufern, Läuferinnen, die da mitmachen. Und der Trail boomt ja in den letzten, weiß nicht, 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren, weil du hast alles zwischen einem 10-Kilometer Trail und einem 100-Meilen-Lauf. Und der 100-Meiler ist so wie bei der Marathon auf der Straße, wo alle sagen, boah, 100-Meiler, das ist so weit. Wie im Büro die Leute sagen, boah, ein Marathon, so weit. Und die kurzen Läufe, die traut sich aber schnell wer zu und macht mit. Also ich hoffe, dass das beides ein bisschen so zusammenwächst. Weil natürlich ein schneller Marathonläufer läuft im Jahr, weiß nicht, 2 Marathons, glaube ich, auf Rekord quasi. Und mehr geht ja nicht. Also, dass du jetzt da wirklich deine absolute Spitzenleistung abrufst, ich meine, 3 vielleicht. Und wenn jemand an 100 Meiler läuft, auch die Topstars der Liga, die machen das ja 2-mal im Jahr, maximal 3. Weil viel mehr geht sie halt nicht aus. Also körperlich. Aber es gibt ja so übergreifende Personen, die Maud Matisse zum Beispiel, die läuft ja hüben wie drüben. Ich hoffe, dass man da für alle Beteiligten ein bisschen Aufwind kriegt dann durch sowas. Ja, durch oder glaubst die WM du bleibt sicherlich, das ja. Glaubst du, das bleibt getrennt oder wächst das zusammen die nächsten 5 Jahre? Es ist jetzt schon zusammengewachsen, einfach dadurch, dass das eine Veranstaltung ist. Aber es bleibt doch getrennt, weil für beides braucht man komplett unterschiedliche Trainings. Bergläufer sind andere Typen wie Trailläufer. Und zum Beispiel im Berglauf findet man auch noch Masterläufer, was man im Traillauf weniger findet. Man braucht für verschiedene Disziplinen braucht man verschiedenes Training und es ist auf verschiedene Personen abgestimmt. Und darum bleibt es doch ein bisschen getrennt, aber wenn schon Veranstaltungen gemeinsam stattfinden, ist das schon eine gute Sache, ja. Oder dass es nicht 1000 Organisationen gibt, ITRA und WMA und Ultralauforganisationen, sondern dass das im Berg schon alles zusammengelegt wird. Innerhalb einer Veranstaltung macht das schon irgendwie attraktiver und die Leute werden dadurch eher aufmerksam, als wenn es tausende Veranstaltungen irgendwo in der Pampa gibt, ja. Ja, vor allem glaube ich, hilft es extrem, wenn die verschiedenen Top-Verbände, die es gibt vom Berglauf und vom Trail und so weiter, alle sagen, hey, wir haben einmal im Jahr von mir aus oder alle 2 Jahre eine WM, kommt dorthin und nicht jeder macht irgendwas und dann hast ja, du sicher. Diese ganzen anderen alteingesessenen Bewerbe, wo die Leute sagen, naja, jetzt laufe ich halt dort und stopp bei der WM, weil interessiert die WM. Das ist. Ja, und ich meine, ein bisschen merkt man sie noch, weil es ist so die Berg- und Trailrunning-Weltmeisterschaft, aber es gibt halt unterschiedliche Reglements, also für den Berglauf qualifizierst du dich anders als für die Trail-Sachen, also bis das quasi noch so wirklich so ineinander verschmilzt, dass das als ein Ganzes wahrgenommen wird wahrscheinlich noch ein bisschen vergehen, aber die Richtung, finde ich, ist grundsätzlich die richtige. Schon, und weil es ist weniger aufwendig, eine große Veranstaltung als 3 kleine Veranstaltungen zu machen. Und auch für den Autonormalzuschauer, für den ist das einfach Laufen im Wald, ob das jetzt, der beschäftigt sich nicht damit, ist das jetzt okay, nur weil das Vertical ist, heißt das Berglaufen und das ist dann auch für quasi für den Autonormalmenschen zugänglicher, wenn das ein Ding ist, denke ich. Schon, ja. Der Zugang ist einfacher, ja. Ja, voll. Ja, deswegen sind wir halt auch so Feuer und Flamme für die WM und posaunen sogar draus, weil wir halt einmalige Chance und die darf man sich einfach nicht entgehen lassen und da muss man dabei sein. Ja, und dass sich das überhaupt ein Land leisten kann, eine WM zu veranstalten, weil oft so bei der Berglauf-WM, die hat öfters in Albanien oder Mazedonien oder sonst wo
stattgefunden, dort, wo die Unterbringungskosten für die Athleten nicht so teuer sind, weil das ein Land wie Österreich sich das leisten kann, so eine WM zu veranstalten, ist schon, finde ich, gigantisch. Ja, aber es bringt auch für den Tourismus einiges. Und nichts gegen die anderen Länder, aber ich meine, Tirol hat da tourismusmäßig da Voraussetzungen, mit denen können halt relativ wenige Länder oder Regionen mithalten, weil gerade durch den Winter und durch die Tradition, die das halt da hat, kann man da auch eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die man halt jetzt woanders oder auch in Thailand so in der Qualität nicht hinbekommt. Ja. Das ist auch attraktiv für die anderen, für Teilnehmer. Es lockt da andere viele Teilnehmer an, ja, wenn das WM in Österreich stattfindet. Ja, na, für die Italiener ist es quasi ein Heim-WM, für die Deutschen ist es quasi ein Heim-WM, für die Österreicher ist es auch ein Heim-WM. Von der Schweiz ist jetzt auch nicht so weit in Tirol. Also von dem her bist du super zentral, schnell erreichbar. Und also ich finde es ja immer gut, wenn man sowas macht, wenn alles schon da ist. Also wenn die Infrastruktur da ist, die ganze Hotellerie schon da ist. Also wenn du, ja, du musst schon noch eine Veranstaltung machen, aber du brauchst keine Infrastruktur irgendwo aus dem Boden stampfen, die du nachher vielleicht am besten entweder verfallen lässt oder wieder abreißt. Ja, so wie es bei anderen Veranstaltungen ist, wo du sagst, oh, wir machen jetzt eine WM im Nix, da bauen wir jetzt da 18 Stadien, weil die braucht man nämlich drei Wochen lang. Und dann lassen wir es verfallen oder sprengen es wieder oder ich weiß es nicht. Oder verscharren sie. Mhm. Ja, aber Peter, du denkst zu wenig als geschäftsmäßig, weil unser Ziel muss es sein, mit dem Podcast die WM so zu groß zu machen, dass sie irgendwann einmal in die Wüste geht, dort Berge hinpflanzt, dort einen Wald pflanzt, dort alles aufbaut, von dem berichtigen, wir nehmen Millionen ein und dann reißen wir alles wieder ab. Du darfst nicht zu klein denken. Ja, denken Sie groß, genau. Wenn ein Sport das einmal geschafft hat, dass im Nirgendwo irgendwelche Dinge für den Sport gebaut werden, dann weiß, dass der Sport groß ist. Und da müssen dann wir hin. Dann das, was falsch gelaufen ist, ja. Richtig, mein Freund, da ist was richtig gelaufen. Nein, was richtig falsch gelaufen. Details. Ja, so, du hast mich jetzt da ganz verwirrt. Wo wollten wir eigentlich hin? WM, genau. Das heißt, wir gehen davon aus, du startest bei der WM auf am besten einer Distanz deiner Wahl, aber sonst auch gern bei jeder anderen. Was steht sonst noch an? Also was steht nach der WM an? Ja, nach der WM ist bei mir, was ich schon im Auge habe, sind die österreichischen 100-Kilometer-Meisterschaften in Dulln. Ultralauf ist das. Ah, die sind im 100 sind Kilometer, im, ja. Die sind im Herbst sind oder im Dullner Aubaut, oder? Dort die 100 Kilometer. Dann gibt es noch die Master-Europameisterschaft im Berglauf in der Schweiz, in Adelboden, wenn sich das ausgeht. Dort die, die beim Vertikalbewerb teilnehmen. Meiner Altersklasse und so als internationale Meisterschaft, wenn es sich ausgeht, das ist aber noch nicht fix, sind 24-Stunden-Ultralauf in Taiwan, in Taipei, aber erst im Dezember. Und was fix ist, sicher die 100 Kilometer und die Masterberglauf-EM, aber ob sich die 24 Stunden, ob sich das Training dann ausgeht bis dorthin, muss ich schauen, ja. Aber ich hätte schon im Kopf so die 24 Stunden in Taipei im Dezember, um noch einmal zu versuchen, um die Kilometerleistung weiter zu verbessern, ja. Aber deine Kinder sind jetzt da in einem Alter, wo man jetzt wieder mehr Zeit zum Training hat, oder? Ja, das stimmt. Dadurch geht es ja Ultralauf auf, sonst wäre das unmöglich, ja. Darum habe ich vorher Halbmarathon ja, gemacht. Flo, das es wird wieder. Nein, du musst jetzt da, wie wir gehört haben, Halbmarathon und Marathon machen. Komm, schnelle Einheiten. Wenn sie groß sind, darf man wieder Ultralauf machen. Obwohl Pubertierende sind oft komplizierter als Kleinkinder. Ja, aber da kann man einfach einen Ultra laufen und dann, wenn man fertig ist, kann man sie auf der Rückrunde von der Disco mit heimnehmen. Genau, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Oder man läuft vorhin davon, damit sie nämlich dem Nerv gehen. Genau, das ist eher noch, ja. Ja, aber ich merke, Fahrt wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht, WM hin oder her, du hast einen vollen Terminkalender.
Derweil, ja. Und was es ergibt, das ergibt sich je nachdem, wie der Körper sich anpasst, wie sich alles entwickelt. Das kann man nicht so groß vorplanen eigentlich. Ja, ja das muss stimmt, man ihn ja nehmen, wie es dann kommt. Ja, ja, es kann immer was passieren im Training, ja. Und es kann etwas gut in eine Richtung gut gehen. Dann sagt man, okay, man macht das, wenn es schlecht geht, und in die andere Richtung besser, macht man halt das andere, ja. Voll. Na, das ist optimal so. Weil dann macht man es besser als der Beta und läuft sich nicht wieder in 17 Verletzungen rein, wenn man von 1 auf 100 macht. Genau. Das heißt, man muss von 100 auf 100 machen. Verletzt war ich zum Glück eh noch nicht. Ja. Naja, man darf nie eine Pause machen, weil dann wird man krank. Mhm, das stimmt, ja. Immer dranbleiben, ja. Auch wenn es nur locker ist, ja. Ja, aber in dem Fall, Peter, hast du eine Pause gemacht, weil du hast zwischen den Rennen nichts gemacht. Ja, stimmt, das muss ich ändern. Und du hast dann quasi durch den Trainer keine Pause mehr gemacht. Das heißt, eigentlich sagst du mir damit, dass ich recht habe. Na, niemals. Das würde ich niemals tun. Doch. Es ist ja auf Band. Außerknitten. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt da gar nichts mehr auf meiner Frageliste stehen. Flo, hast du noch was drauf? Mein virtueller Zettel ist alles durchgestrichen. Okay, das ist gut. hast du noch etwas, was du uns mitgeben willst oder fragen willst oder loswerden willst? Nein, eigentlich nichts Bestimmtes, aber ich finde, dass ihr macht das ganz toll, dass ihr so verschiedene Leute einladet in einen Podcast aus unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Bereichen, und das ist total interessant, wenn man euch zuhört, mit denen ihr Interview macht. So kriegt man einen Einblick in die verschiedenen Läufer, ja. Das ist gut zu hören. Das ist unsere Intention. Wenn das ankommt, dann freut uns das sehr, weil ja, wir sind meistens bei den Interviews dabei und wir haben dann natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Wenn das ankommt, freut uns das wirklich sehr. Danke. Oh ja, vielen, vielen Dank. Na dann, mit dem Lob gehe ich heute gern schlafen. Jetzt sind wir peinlich berührt. Richtig. Danke. Danke dir, und wir sehen uns in Innsbruck bei der WM. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Hoffentlich, ja. Bis dann. Danke für die Einladung. Ciao, baba. Bitte, ciao.